gerade dabei, meine Beile und Äxte nachzuschärfen und nachzuschauen, ob alles okay ist. Und da ist mir jetzt dieses kleine Teilchen hier von der Firma Walter Umarex, das wir letztes Jahr beim Survival Training mit den Teilnehmern zum Testen ausgegeben haben. Und wenn du wissen willst, was es kann, was es nicht kann und was der Einsatzbereich ist, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du wieder dabei bist. Dieses kleine Beilchen hier von der Firma Walter haben wir letztes Jahr im Test gehabt bei den Survival Trainings. Und ich glaube, dass das letztes Jahr, 2019, bei der IWA neu vorgestellt wurde. Und ich habe mir dann eins besorgt und habe gesagt, okay, es ist nicht schlecht. Es ist wirklich nicht schlecht, besonders für diesen Preis. Und wer kleine Beile mag, der wird seine Freude damit haben. Und habe es deswegen in den Shop gegeben. Also, das heißt, du findest du natürlich bei mir im Shop. Ich gebe dir aber auch den Link auf Amazon, wenn du magst. Und bei mir ist irgendwie bei dem Teil Gutes und auch weniger Gutes zusammengekommen. Und das mag ich dir jetzt beschreiben. Also es ist grundsätzlich scharf. Grundsätzlich ein scharfes Ding. Es ist sehr, sehr leicht und trotz alledem robust. Das ist einmal ganz wichtig, denn da gibt es immer wieder so Beile, da klappt man zweimal drauf und es fällt auseinander. Und das ist einfach so. Dann, ich habe es ja an die Teilnehmer ausgegeben und die waren mit dem Ding halt, das sind absolute Anfänger, die meisten, nicht alle, und die haben das wirklich auf Steinen, also die haben dann hinkackt auf Fichtenwurzeln, wenn wir Fichtenwurzeln verwendet haben, zum Bowtrill zum Beispiel, zum Herzeigen, und ja, du siehst hier und hier, also das ist, da werde ich noch einiges an Arbeit haben, um das wieder herzustellen, wobei sich die Frage stellt, ob ich das überhaupt mache, denn ja, gut, also das ist alles okay und das hier, also diese Beschädigungen liegen nicht an dem Beil, sondern liegen einfach daran, dass die Leute halt nicht aufpasst haben. Aber das soll so sein und es ist auch okay und ist noch immer einsatzfähig. Es gibt zwei Dinge, die mir nicht so gut taugen. Und zwar das eine, das ist das hier. Einerseits ist dieses Loch hier voll super, weil es hat natürlich dadurch weniger Gewicht, das kleine Beilchen. Und man könnte eigentlich mit dem Finger da durch und arbeiten. Aber da ich keinen Chinesenfinger habe, passe ich genau da nicht durch. Okay, jetzt kannst du sagen, Reini ist ein bisschen weniger. Guter Hinweis. Besonders weniger Schoko. Aber das allein wird es nicht sein, weil mein Knochen, also das Gelenk, das wird dadurch nicht schlanker, auch wenn ich abnehmen würde. Also wenn das ein bisschen größer wäre, würde es an der Stabilität meiner Meinung nach nichts ändern, weil ich will damit ja sowieso keine Tür aufbrechen. Und man hätte dann diesen Mehrwert, dass man es wie ein Ulu-Messer, dieses Eskimo-Messer, da habe ich mal ein Video gemacht hier am Kanal dazu, und könnte man das gut verwenden und das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. Ne? So. Und was mich auch ein bisschen stört, ja, aber das, wie gesagt, Sudan auf hohem Niveau, keine Sorge, ja, das ist das hier. Das kleine, scharfe Ding hier. So. Wenn das eine, das, mich erinnert das, ich glaube, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, das heißt Bartaxt. So eine Streitaxt, so. Und damit man dem Gegner mit dieser Spitze hier entweder das Schild aufreißen kann oder ihn gleich beim Helm durch oder sowas. Das ist ja bei dieser. Das hat aber Verletzungsgefahren mit sich. Das bringt Verletzungsgefahr mit sich. Ein Teilnehmer hat sich da ein bisschen weh dann. Nicht ernsthaft, nicht so, dass der Finger weg war, aber doch jetzt kann man sagen, hätte er besser aufpasst, der Koffer. Was ich niemals über meine Kunden sagen würde. Und das meine ich auch. Also natürlich, Fehler können immer passieren. Aber das hier ist wirklich so spitz und so scharf da vorne, an der Stelle. Also meiner Meinung nach müsste man sich für etwas entscheiden. Will man eine Kampfaxt haben, um den Gegner nehmen, oder will man Arbeitsgerät? Beides ist hier, so wie es da umgesetzt ist, nicht so toll. Aber man kann ganz einfach das hier mit einer Feile abfeilen und dann ist es wieder okay. Also das sind die einzigen zwei Kritikpunkte. Aber jetzt wollen wir was arbeiten. Hm? Also ich denke mal, wenn man so ein kleines Beil hat, dann will man kleine Arbeiten damit umsetzen. Weil da kann ich gleich eine große Axt mitnehmen, wenn ich so ein kleines Beilchen haben will. Dann sind das so also die klassischen Arbeiten. Also das ist einmal überhaupt kein Problem. Auch quer zur Faser geht das Teil relativ weit hinein, obwohl es eigentlich so ein kleiner, mit einem hohlen Griff sogar. Also das ist wirklich, das geht wirklich gut und da kann man,
kann sich wirklich sehen lassen. Ich meine, wie gesagt, ja, du kannst ja auch um den ja, 2,5- bis 3-fachen Preis eine Grenzforce besorgen, dann ist das auch okay, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Also wenn du sagst, mich spricht vielleicht auch das Design an, dann bist du mit dem auf jeden Fall ganz gut bedient. Ja. Axt arbeiten. Ja, Entschuldigung, ja. Ich habe halt auch nicht alle Tassen im Schrank. Aber das kann schon mal passieren. Das Teil ist wirklich bissig. Es ist auch stabil. Ja, ist auch wirklich schön stabil. Also ein Hackstock, das kann ich alles hier ohne weiteres, ohne irgendwelche Probleme mitnehmen. Das ist okay. Das ist natürlich nicht dafür gedacht ist, dass ich jetzt so, das ist klar, aber ich war, und das muss ich gleich dazu sagen, ich war positiv überrascht. Und zwar, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, naja, das wird nichts aushalten, das wird wieder der übliche China-Mist sein. Denn da gibt es ja ganz viele, die einfach sofort abbrechen. Also da hakst du einmal hin und es bricht ab. Das ist hier zumindest bei meinem Teil und die Kunden, die bei mir bereits gekauft haben, ich habe keine einzige Reklamation bekommen und das ist einmal ein ganz gutes Zeichen, gibt es da keine Beschwerden. Und wie gesagt, wir haben dem Ding wirklich überhaupt nichts geschenkt. Wir waren wirklich ganz grauslich und unangenehm und fürchterlich, ja. Mit dem Teil und hat alles mitgemacht. Machen wir noch einen Test. Ja, und ich habe hier so eine Esche, die ist so dick und die möchte ich jetzt mit diesem Teil hier auseinanderhacken, weil das voll super ist, weil das ist voll super. Warte mal, bleiben wir mal ganz kurz stehen. So, ich nehme da so einen Stock und ich bin mir sicher, ich kann das sofort durchhauen. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Nein, wirklich, hat nicht funktioniert. So, also, weil es immer wieder Kritik in diese Richtung gibt. Also wenn ich ein Mini-Beil mit habe und der Meinung bin, dass ich sowas damit durchhacken kann, wo ich selbst mit einer richtigen Axt bei einer 10-Esche, wo alles so schön eingewachsen ist, Probleme habe, dann brauche ich mit so einem kleinen Teilchen ganz einfach nicht anfangen. Also das hat keinen Sinn. Und das ist nämlich die Info für dich. Das hier ist für Kleinholz machen und nicht mehr. Gut, ich mache jetzt trotzdem einen obligaten, ich will versuchen, einen Buchenscheitel zu spalten. Test, also ich habe mir schon den Klopfstock hergekriegt, ja. Ja, es geht schon, es geht ganz schön tief rein, aber wenn du dir das anschaust, das ist ja Blattau. Das hat also keine Spaltwirkung, da ist kein balliger Teil dabei. Erst da, wo das Griffstück anfängt, da könnte es dann zum Spreizen beginnen, ja. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und hier den Beton spielen, aber da ist da hinten jetzt dieser Hammer, ja, der aber eigentlich kein wirklicher Hammer ist und der macht die Sache schwierig, weil man dann entweder abrutscht und das ist halt nicht so ganz optimal. Also das wird jetzt so nicht funktionieren, aber wir machen weiter, wir machen weiter. Ja, also von der Idee her geht das natürlich alles. So. Gerade stellen. Aber da mache ich mir das, wie du jetzt siehst, das Batonierstäbchen oder wie auch immer man das nennen mag, mache ich mir mit der Zeit kaputt. Aber soll so sein. Aber das geht auf jeden Fall. Wichtig dabei ist, dass ich halt relativ kurze Teile brauche. Ne? Das heißt, wenn ich das hier jetzt mit habe und beim Campen damit herum tun will, dann ist eine Säge auch notwendig. Also nur das allein ist ganz einfach ein bisschen, aber eine Säge ist sowieso immer super dabei. Gut, kommen wir zum Fazit. Das Teil ist gut, total okay. Es gibt Besseres, es gibt aber viel, 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 viel Schlechteres. Für wen ist das? Der eine Säge und ein kleines Beil mithaben mag, zum Campen zum Beispiel oder auch zum Bushcraften oder beim Survival oder sonst irgendetwas in einen, ja, da ist das alles okay. Dass das natürlich kein Multitool ist, mit dem ich alles kann, das ist klar. Das ist klar. Da brauche ich was Größeres. Aber das hat auch sein Gewicht und das hat man halt nicht gerne mit. Es hat ein paar kleine Fehler, wie ich meine. Vielleicht ist dir das wurscht und vielen anderen Nutzern das wurscht. Wenn man das noch verbessern könnte, wäre das perfekt. Also hier, wie gesagt, das hier hinten wegnehmen, das Loch ein bisschen größer und hier diesen Bart wegmachen und einfach gerade raus, damit man sich nicht verletzen kann. Und dann ist die Sache okay. Denn auch zum Werfen ist das ganze Teil
doch recht lustig. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mal einen Kommentar, das würde mich interessieren. Schau auch vorbei hier in das Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Dann kannst du diese wunderschöne Umgebung selbst ausprobieren und mit deinem Beil anrücken und mal schauen, was du damit alles geil machen kannst. Link zu all den Produkten findest du natürlich unten zu mir in den Shop und auf Amazon. Kauf, wo du magst, wenn du den kaufen magst. Und natürlich auch schau bei meinen Büchern vorbei. Das würde mich sehr freuen. Daumen nach oben oder nach unten, Abo und ein Link und sowieso. Und hat mich gefreut. Bis bald und ciao.